Der Kollege ist noch nicht da. Gucken wir mal, ob wir jetzt weiterkommen. Hast du den Tatort untersucht? Eine ziemlich blutige Angelegenheit, dieser Fall. Lass uns alles durchsehen. Welche Gegenstände hast du am Tatort gefunden? Ach du Schande. Gitarre für Linkshänder, ein Abschiedsbrief, Patronenhülse und Dennings Schießbuch. Ausgezeichnet. Das sind alle Gegenstände, die wir brauchen. Allerdings reichen die gefundenen Gegenstände alleine nicht aus. Ja. Kommen wir zu den weiteren Spuren am Tatort. Okay. Welche Spuren hast du am Tatort gefunden? Eine Blutprobe. Sehr gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Es müssten noch andere Gegenstände in Dennings und Wanderkamps Quartier sein. Hast du sonst noch etwas gefunden? Ein Foto zweier Gefreiter. Sehr schön. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Okay, weiter im Text. Ja. Wer ist auf dem Foto zu sehen? Jörg Denning und Lutz Wanderkamp. Absolut richtig. Eine weitere Frage habe ich noch, was das Foto betrifft. Ist dir noch etwas daran aufgefallen? Ja, der Denning hält seine Waffe in der linken Hand. Genau. Zusammen mit der Linkshänder-Gitarre können wir nun davon ausgehen, dass Denning Linkshänder war. Ja. Für unsere Akten muss noch eine Skizze des Tatorts erstellt werden. Ach du, ja, ja. Zeichne bitte die ungefähre Position der Spur. Ja, ja, das wird ein Spaß. Die Leiche. Da. Beim Stuhl. Muss ja. Einschussloch. Fenster. Abschiedsbrief. Bett. Patronenhülse. Hier irgendwo. Richtig. Ja. Nun haben wir einen guten Überblick über alle relevanten Spuren. Gut. Gute Arbeit. Melde dich bei Philipp. Er wird dich über das Opfer informieren. Überprüfe doch bitte auch die Waffenkammer der Kaserne. Okay. Bis später. So. Und zwar ist nämlich das Blöde, wenn man, also das Speichern ist hier das Blöde. Automatisches Speichern ist eigentlich immer nur bei den Kapiteln. Sprich, also wenn man das Kapitel nicht beendet, fängt man halt am Anfang des Kapitels an. Sprich, ich bin jetzt bei Kapitel 2, wäre jetzt hier ein Save Point. Würde ich jetzt hier abbrechen, müsste ich Kapitel 2 nochmal von vorne machen, zum Beispiel. Also hieß es blöd mit dem Speichern also. Fall Feindbüro, Kapitel 2, Suche nach Beweisen. Untersuche die vorhandenen Beweisstücke und die Waffenkammer. So, Kollege, rück raus. Hallo, Kollege. Ja, Tag, ich bin wegen der Nix-Leiche hier. Natürlich, ich habe das forensische Modell bereits in die Fallakte gelegt. Okay, und Freinbruch. Dankeschön. Ich habe ihm auch eine Blutprobe entnommen. Sie ist in der Fallakte zu finden. Gut. Bis dann. Schauen wir mal, was hat er denn so Schönes? Jörg Denning wurde durch einen Kopfschuss getötet. Nee, echt? Wirklich? So, und Schauplatz dazu hinzugekommen. Die Waffenkammer. Gefährlich. Willkommen zurück. Dann fragen wir ihn mal ab hier. Pistole. Bei der Pistole handelt es sich um eine P&M P9, Dennings Dienstwaffe. Die Waffe befand sich in der rechten Hand des Toten. Eigenartig, findest du nicht? Obwohl er eigentlich Linkshänder ist. Der Fingerabdruck. Sicher. Ich gebe dir die Fingerabdrücke gleich im Anschluss an unser Gespräch. Jo. Ja. Der Tod trat ungefähr um 6 Uhr morgens ein. 6 Uhr morgens, okay. Das Geschoss stimmt mit Dennings Dienstwaffe überein. Gut zu wissen. Die Blutprobe vom Tatort stimmt mit Jörg Dennings Blutprobe überein. Die Patronenhülse stimmt mit Dennings Dienstwaffe überein. Gut. Bis dann. Dann haben wir doch erstmal schon mal für den Anfang was. Denning hier. Vergleichen wir mal. Nee, überhaupt nicht. Dann kann es doch eigentlich nur von Wanderkamp sein, oder?
Nun gut. Ab zur Waffenkammer. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir die kleinen Framebrüche hier. So, Waffenkammer. Einige... Und was ist dieses Heft hier? Ich will nicht den Stuhl, ich will das Heft. Präzision, Stärke, Sicherheit. Aha. Werbung für einen Bundeswehrhelikopter oder wie? Icarus AKJ HD 5000. Ich kenne mich nicht mit den Bundeswehrhelikoptern aus. Dann muss ich jemand anderen fragen. Oh, nicht rauchen natürlich. Kugelschreiber. Schul Kollast 1. Hm. Natürlich. Für die Besten das Beste. So, so. Mann, hier ist ja richtig Werbung, ey. Sollte die nicht im Schießstand stehen? Genau. Was macht die dann hier? Ein Magazin mit dem Titel Bullseye. Echt? Ich wollte mal wissen, was das für ein Heft ist und nicht der Titel. Ach, egal. Ach so. Gut. Hier was drin? Nö. Akte aus dem Jahr 2007. Wie erwartet fehlt der Lieferschein, der zu dem Schnitzel vom Tatort passen würde. So, so. Hier? Ein Schlüssel oder was? Also wenn hier nur unwichtige Dokumente sind... Moment mal, was machen hier bitte Zigaretten, wenn hier nicht Raucher ist? Das ist schon merkwürdig. Logisch, ne? Und da geht's noch raus. Gucken wir mal. Ein Helikopter der Bundeswehr. Nee, echt? Ein beeindruckender Panzer. Was kommt jetzt? Eine beeindruckende Waffe? Ein Sturmgewehr. Ach so. Okay. Die Lampe ist wenigstens heile. Hier kann man nicht diese Lüftung untersuchen. Die einzige Lüftung in der Waffenkammer. Hm. Okay. Upsala. Zurück. Ich denke mal, Van der Kamp steht bestimmt noch nicht zum Verhör, ne? Nein. Gut.
Willkommen zurück. Ja, hier gibt's auch nichts Neues. Ja. Willkommen zurück. Oh, bis dann. Danke. naja, gut. Gehen wir gleich mal alles durch. Hm. Beginnen wir mit der Tatzeit. Das Opfer starb ja nachts. Ja. Wann genau war denn das? 6 Uhr morgens. Richtig. Aber noch fehlen ein paar wichtige Details. Hm. Die Todesursache gibt immer einen Aufschluss über die Tatwaffe. Das ist nicht logisch. Also müssen wir wissen, wodurch starb das Opfer? Kopfschuss. Genau. Hirnschlag. Damit haben wir die Todesursache ermittelt. Hm. Also war es Dennings Dienstwaffe. Eine Standardpistole der Bundeswehr vom Typ P&M P9. Hm. Passt das im Fensterrahmen gefundene Projektil zu der Pistole? Ja. Sehr gut. Somit haben wir die Tatwaffe. Gut, da wir nun genügend Beweise analysiert haben und auch eine Tatortskizze vorliegt, sollten wir versuchen, die Flugbahn des Projektils zu ermitteln. Ach du Schande. Zeichne die Flugbahn des Projektils ein, von der Patronenhülse zum Einschussloch im Fensterrahmen. Ach du Fuck, ey. Nee, echt, echt! Moment. Sieh dir diese Flugbahn und den Abstand zur Leiche an. Hm. Von wegen Selbstmord. Das war Mord. Ja, logisch! War doch noch etwas neben der Leiche. Lieferschein. Konntest du herausfinden, was es mit dem Schnipsel auf sich hat? Da war ein Lieferschein. Eindeutig. Der Schnipsel scheint von einem Lieferschein von dieser Kaserne zu stammen. Hm. Ich gehe davon aus, dass du die Waffenkammer gründlich durchsucht hast. Ja. Ist dir während der Durchsuchung etwas aufgefallen? Ja, da fehlt ein Lieferschein. Genau. Und es handelt sich auch noch um den gesuchten Lieferschein. Hm. Dennings Zimmerkollege Lutz van der Kamp ist nun unser Hauptverdächtiger. Vernimm ihn daher zuerst. Er scheint eine naive, introvertierte Person zu sein und kommt wohl mit dem Tod seines Kameraden nicht wirklich zurecht. So, so. Bis später. Okay. Fall Fundbüro, Kapitel 3, Zimmerkollege. Vernimm den vernichtigen Lutz van der Kamp. Okay, Lutz, du bist fällig. Nur das ist ja mal ein geselliger Bursche. Naja. Kurz gehen und was trinken. So. Lutz van der Kamp ist ein sehr ruhiger Mensch und hatte noch nie etwas mit der Polizei zu tun. Er ist nicht nur Jörg Dennings Zimmerkollege, sie waren auch angeblich auch ein sehr gutes Team und beste Freunde. Du solltest trotzdem nicht zu freundlich mit ihm umgehen, sondern ruhig auch ein paar Drohungen aussprechen. Aha. Okay. Herr van der Kamp, jetzt bist du fällig. Die Sprüche sind hier gut, ey. Ach du Scheiße, was nehme ich denn jetzt? Naja. Als Gefreiter sind Sie doch Experte im Ausführen von Befehlen, oder, van der Kamp? Hier ist einer. Ich frage, Sie antworten. Kapiert? Ja, auch Ihnen einen guten Tag. Mhm. So. Auffälligkeiten. War Denning in letzter Zeit anders als sonst? Hm. Denken Sie nach, Gefreiter. Hat Denning in sich in letzter Zeit auffällig benommen? Fremdbruch. Mist. Komm schon. Jetzt. Nein, Jörg war wie immer. Vielleicht ein bisschen ruhiger als sonst. Er hat sehr oft sein Geheimversteck im Spind überprüft. Geheimversteck? Deswegen also dieses Zeichen im Schrank. Sie kannten Denning doch sehr gut, nicht? Er hat Ihnen alles anvertraut, nehme ich an. Er war mein Kamerad und Zimmerkollege und ein Freund. Hm. Das Quartier, an das man Denning und Sie pferchte, war nicht gerade ein Palast. Wir sind Soldaten. Reutern ist eine Kaserne, kein Ferienort. Das Leben ist kein Ponyhof. Nee, ist...